Ja, also wir sehen, dass die Schere zwischen Vermögen und Einkommen weiter auseinandergeht. Und darum glauben wir, dass eben solche Modelle der Mitarbeiterbeteiligung einen Beitrag dazu leisten können, dass wir das weiter schließen. Darum stehen wir dem positiv gegenüber. Und wir haben es ja auch im Koalitionsvertrag festgehalten und haben jetzt einen ersten Vorschlag ja bereits vorgelegt, dass wir also zu einer Verdopplung des Steuerfreibetrags kommen und müssen aber jetzt, und ich glaube, das hat die Anhörung auch gezeigt, doch einige Fragen noch mal klären, bevor es dann wirklich umfassend und gut funktionierend in Gesetzesform gegossen werden kann. Ja, ich glaube, wir müssen schon die Diskussion nicht nur darüber führen, was eine materielle, also finanzielle Mitarbeiterbeteiligung ausmacht, sondern auch eben die Frage der immateriellen Mitarbeiterbeteiligung machen. Und da hat die Anhörung ganz gut gezeigt, dass wir da unterschiedliche Modelle so entworfen und im Kopf haben, aber das, glaube ich, alle von denen, die wir heute aufgegriffen haben, noch nicht so ganz durchdacht sind und dass wir darüber diskutieren müssen, wie beides gleichzeitig gelingen kann und wir aber dann die Frage stellen müssen, wie eng das verknüpft ist rechtlich oder ob es über andere Formen in unterschiedlichen Gesetzessträngen, sage ich mal, sich wiederfindet. Ich glaube, dass es eine sehr gute Anhörung war, weil wir mit allen sehr sachlich und inhaltsorientiert diskutiert haben. Es war aber auch eine der Anhörungen, die gezeigt haben, dass es noch eine Menge Fragen gibt, die erstmal aufgeworfen wurden, bei denen wir die wirklich guten Antworten noch finden müssen. Und darum nehme ich mit aus der Anhörung heute, dass wir uns jetzt an die Arbeit machen müssen.